Hallo meine Lieben, ihr seht leider gar nichts von mir, weil es schon sehr dunkel ist. Ich bin jetzt seit 6 Stunden unterwegs. Es ist nachts um 1 und ich bin auf dem Weg nach Frankfurt. Ich fahre in der Nacht und hatte jetzt einen Zwischenstopp in Leipzig. Und zwar bin ich morgen bei einer Veranstaltung von Alexander Hartmann in der Nähe von Frankfurt und fahre auch in der Nacht wieder zurück, weil Zeit sparen. Ich konnte die Kinder heute noch ins Bett bringen und am Sonntag bin ich halt kurz nach dem Frühstück schon wieder da und kann ja im Bus während der Fahrt schlafen. Und jetzt geht's erstmal endlich weiter und ich hoffe, ich kann jetzt so 4 Stunden ungefähr schlafen. Das wäre nicht schlecht. Jetzt kann man, glaube ich, guten Morgen sagen. Ich bin jetzt in Frankfurt angekommen und fahre jetzt weiter mit der S-Bahn noch bis Langen und muss dann da noch ein bisschen warten, bis die Veranstaltung losgeht. Ich bin jetzt schon ziemlich geschafft. Ich habe so ungefähr 4 Stunden geschlafen im Bus. Es könnte ein etwas anstrengender Tag werden. Einen Energy-Drink und ein bisschen Heimweh später laufe ich jetzt zur Veranstaltungshalle bei bestem Wetter. Aber ist okay. Ich bin mega gespannt und ich freue mich. Und ich schaue mal, ob ich euch eventuell was zeigen kann. Guten Morgen, ich bin gerade mit dem Bus angekommen, sitze jetzt in meinem Auto und fahre jetzt noch nach Hause und ich bin emotional, aber vor allen Dingen körperlich einfach nur so am Ende. Ich will jetzt erstmal heim, meine Familie umarmen, nach 200 Metern links abbiegen auf Wiener Straße. Auf Franklinstraße nach Norden Richtung Strehlener Straße starten. Du weißt schon, dass ich noch in meiner Parklücke stehe, Uschi. Das Navi will, dass ich jetzt losfahre, das mache ich jetzt auch. Aber ihr bekommt noch eine Zusammenfassung, einen Bericht, wenn ich dann irgendwann mal wieder wach bin. So, ihr Lieben, ich habe mir gerade einen Tee gemacht und wollte jetzt alles nochmal für euch ein bisschen Revue passieren lassen. Also wenn das gerade am Anfang nicht so richtig klar geworden ist. Ich bin Freitagabend hier zu Hause um 7:15 losgefahren. Das heißt, ich konnte Vince und Svea noch ins Bett bringen, also noch gute Nacht sagen. Bin dann losgefahren zum Flixbus und bin über Nacht mit mehreren Zwischenstopps, wo ich wieder mehrere Stunden warten musste, auf den nächsten Bus nach Frankfurt gefahren. Da bin ich dann Samstag früh um 6:15 angekommen. Und dadurch, dass ich halt immer nur mal so ein paar Stunden in einem Bus hatte, bevor ich wieder umsteigen musste, habe ich insgesamt halt nur 4 Stunden geschlafen. Und dann war ich halt noch so ein bisschen erst in Frankfurt, habe da gefrühstückt, bin dann nach Langen weitergefahren. Dort war dann die eigentliche Veranstaltung. Und ich habe das ja bewusst so gewählt, ne? Dieses Übernachtfahren, einfach weil ich dann einen kürzeren Zeitraum nur unterwegs war, logischerweise. Dadurch natürlich am Wochenende dann doch noch ein bisschen Zeit mit den Kindern und der Familie verbringen konnte. Aber es war halt auch sehr anstrengend. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen auf jeden Fall. Und ich war auf der Veranstaltung The Inner Game Live von Alexander Hartmann. Wer mir schon eine Weile folgt, dem müsste Alexander Hartmann auch ein Begriff sein. Denn letztes Jahr im Oktober habe ich sein Buch gelesen mit dem Elefant durch die Wand. Ich meine dazu auch eine Buchbesprechung auf Our Book Passion gemacht zu haben. Wenn ich da was gemacht habe, dann verlinke ich euch die jetzt mit. Und ich verlinke euch auch mal das Buch, weil damit ging bei mir alles los. Dass ich mich damit beschäftigt habe, okay, also mit Meditation angefangen habe. Dass ich mich damit beschäftigt habe, mit positivem Denken, mit Achtsamkeit, all diesen Sachen. Also dieses Buch hat wirklich alles ausgelöst. Und ich finde Alexander Hartmann als Person halt super, super genial. Also ist so, der hat so unglaublich viel Energie und der ist so lebensfroh und der hat so eine Art und Weise, der ist nicht so belehrend und ich weiß alles besser, sondern die Art und Weise, wie er das rüberbringt, hat mir halt immer sehr, sehr gut gefallen. Also das Buch kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es gibt in dem Buch auch sehr einen großen Teil, wenn du so dein eigenes Business starten willst, wenn du irgendwas verkaufen willst. Das war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht interessant für mich. Den Teil habe ich so ein bisschen bloß quer gelesen. Eher das Alltägliche und wie das Unterbewusstsein funktioniert, fand ich am interessantesten. Jetzt mittlerweile ist auch dieser Business-Teil wieder interessant für mich geworden. Aber trotzdem so, das Buch kann ich sehr empfehlen. Und als sich dann die Möglichkeit geboten hat, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, habe ich das natürlich wahrgenommen. Und war dann da halt
Samstag früh um 10 ist das Ganze losgegangen. Und es war auch für mich die erste Art dieser Veranstaltung. Da gibt es ja ganz viele Leute. Wer auch zum Beispiel Maria von Chic Mami folgt, weiß, dass sie auch schon mal bei Alexander Hartmann war, bei einem Vortrag. Und sie schon zweimal bei Tobias Beck war. Also auch Leute, die ich bei Alexander Hartmann getroffen habe, haben mir Tobias Beck auch sehr ans Herz gelegt. Christian Bischoff bin ich zum Beispiel nächstes Jahr, wer sich so für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dem werden diese Namen so ein bisschen was sagen. Und um 10 ging es, wie gesagt, los. Ich habe da schon im Vorfeld über die Facebook-Gruppe, die es halt gibt, mich mit ein paar Leuten connected, die dann da auch entlang waren und haben da halt schon gequatscht. Also man hatte halt gleich so jemanden, wo man weiß, okay, an den kannst du dich so ein bisschen halten, weil ich bin ja auch so ein Typ, eigentlich gehe ich ich gehe nicht gern allein irgendwo hin. Erst recht nicht halt auf solche Veranstaltungen. Es ist halt immer schön, wenn man so ein bisschen Anschluss wenigstens hat. Obwohl im Laufe des Tages habe ich noch ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, mit denen man sich dann halt doch mal eine halbe Stunde oder so unterhalten hat. Also Anschluss bekommst du schon auf jeden Fall, weil das sind ja auch alles aufgeschlossene Menschen. Übrigens ist heute Montag und ich bin immer noch so ein bisschen dizzy und müde und habe ziemlich starke Augenringe. Genau. Und in dieser Veranstaltung wurden halt ganz, ganz viele Themen besprochen. Unter anderem natürlich ganz, ganz klar, wie positives Denken, eine positive Körperhaltung, so kann man es schon sagen, dein ganzes Leben beeinflussen wird. Und dass es immer deine Entscheidung ist, dass immer du zu jedem Zeitpunkt Einfluss darauf nehmen kannst, wie du dich fühlst, wie es dir geht, was für Erfahrungen du auch machst, ja. Und wir haben halt super viel Input, interessanten Input bekommen, halt sehr viel auch über das Buch hinaus. Und wir haben halt ganz, ganz viel erlebt. Und das war halt das Krasse. Wir haben zum Beispiel eine Übung gemacht, wo wir uns, traurig denken mussten. Also, dass wir richtig, richtig doll traurig wurden. Das kann man ja, ne? Man weiß von Dingen, die einen traurig machen, das kann man quasi auf Abruf schon machen. Und da war ich auch so kurz davor das erste Mal, also hatte ich schon so Tränen in den Augen stehen. Und Sinn der Übung war, warum wir uns traurig machen mussten, wir waren noch nicht lange in dem Zustand, ist ja nicht Sinn der Sache. Innerhalb von Sekunden hat er uns gezeigt, wie wir aus dieser wirklich sehr, 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 sehr traurigen, ich bin fast am Weinen Stimmung, in eine Stimmung bringen können, wo wir lebensfroh waren, wo wir getanzt haben, wo wir uns gefreut haben. Das war so krass, einfach auch dieses Erlebnis, was wirklich alles möglich ist, wenn man nur weiß, wie man es anstellt. Und halt natürlich auch erstmal diesen ersten Schritt, den Arsch hochzukriegen. Halt nicht mehr in dieser depressiven, sich selbst mitleidenden Stimmung zu sein, sondern halt was zu verändern. Und ein bisschen später, also aber in diesem Block quasi, haben wir dann auch eine Übung gemacht, wo wir unserem Sitznachbarn 2 Minuten in die Augen gesehen haben. Also so wirklich in die Augen geschaut haben, ohne irgendetwas zu sagen, ohne wegzugucken. Einfach nur so. Ja, für mich war das ein wildfremder Mann, die ich vor meinem Leben noch nie getroffen habe. Und wir haben uns halt 2 Minuten in die Augen geschaut und ich habe geweint. Also mir ist dann wirklich hier sind so mehrere Tränen runtergelaufen. Ich denke, es war zum einen diese Übung davor halt noch, aber auch einfach so diese Offenheit. Also probiert es mal aus, schaut mal jemandem 2 Minuten in die Augen. Er offenbart euch seine Seele, ich habe meine Seele offenbart und da wurde so viel klar und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man nicht dabei gewesen ist. Das war so krass emotional. Wir haben auch eine Übung gemacht, da ging es dann um meinen recht anderen Sitzpartner, auch ein fremder Mann, den ich nicht kannte. Und wir sollten uns umarmen für eine längere Zeit. Und als er das angekündigt hat, dass wir diese Übung jetzt machen, war schon so, ne? Also das ist was, wo ich da aus meiner Komfortzone gehen muss. Ging auch viel um die Komfortzone. Und als wir das dann aber gemacht haben, war das so angenehm und so schön und hat so Kraft gegeben. Und das sind halt so Sachen, die unsere Welt auch ein bisschen besser machen würden. Wenn wir halt mal die Menschen in unserer Umgebung bewusst wahrnehmen, ihnen bewusst mal in die Augen schauen, uns ihnen öffnen. Wenn wir uns viel öfter, viel länger und intensiver umarmen würden. Nicht nur so diese Umarmung, die wir ganz oft zur Begrüßung mit Freunden machen, sondern halt mal so eine richtig
echte Umarmung. Das waren so die Erlebnisse, die sich so in mein Hirn einfach eingebrannt haben. Und natürlich noch ganz vieles, was er gesagt hat. Und vieles davon habe ich heute zum Beispiel schon in meinen Arbeitsalltag zum Beispiel auch übernommen. Die Veranstaltung ging von 10 bis, ich glaube, 19:30 und es war so krass. Du warst auch wie in so deiner kleinen eigenen Blase mit diesen 150 anderen Menschen, die da waren. Und war super, super intensiv und hat mega viel gegeben. Also ich bin super dankbar für diese Möglichkeit, das mitgemacht haben zu können und für die Menschen, die ich da auch kennengelernt habe. Und ich war dann auch so, als es dann vorbei war, auf der einen Seite wollte ich gerne allein sein. Also ich bin dann auch weggegangen von der Gruppe und wollte allein sein. Auf der anderen Seite hatte ich da auch ganz, ganz starkes Heimweh, weil ich meine Kinder und den Mann, ich wollte die in den Arm nehmen, ich wollte die sehen. So, ich wollte so ein bisschen aufgefangen werden, weil es halt auch schon krass emotional und emotional auch dementsprechend anstrengend war. Und weil natürlich auch der Tag geschlaucht hat. Ich war einfach total durch. Aber ich hatte mir das ja so ausgesucht und musste dann noch 4 Stunden auf meinen Bus nach Hause warten. Was auch nochmal krass körperlich anstrengend war. Aber ich hatte an dem Tag dann einen Podcast gehört, da ging es so um Abenteuer in unserem Alltag. Und dass, wenn man Leute so fragt, na, was machst du am Wochenende, die meisten halt sagen, ach nix, und einfach mal nix machen, einfach mal Beine hochlegen. Und ich kann aber echt sagen, dieses Wochenende, was ein Abenteuer war, wo ich ganz krass aus meiner Komfortzone herausgegangen bin, was schon dabei anfing, ne, mit fast 30 zwei Nächte im Bus zu schlafen, alleine mit dem Bus zu fahren, alleine als Frau nachts in Großstädten unterwegs zu sein, allein auf so eine Veranstaltung zu gehen, oder dann auch so, ne, einen fremden Menschen zu umarmen. Ich bin so oft in diesen paar Stunden aus meiner Komfortzone getreten. Das war ein echtes Abenteuer, aber es hat mir auch einen unglaublichen Kick jetzt für den Alltag gegeben. Zum einen habe ich natürlich ganz viel mitgenommen. Jetzt klingelt mein Telefon. Moment. Schatz, ich bin gleich zu Hause. Okay. Ja, Manu hat also gerade angerufen. Wo war ich bei Abenteuern? Genau, dass mir das unglaublich natürlich viel Input gegeben hat. So für meinen Alltag, ne, und für mein Umdenken wieder. Sachen, die ich vorher auch noch nicht so wusste, die mich neu motiviert haben. Aber halt auch so dieses Vermissen von Manu und den Kindern hat mir ganz viel gegeben. Auch mal wieder so dankbar sein für das, was du hast, dass sie halt einfach da sind, zum Beispiel. Und dann auch wieder so gemeinsame Zeit, bewusste erleben, sich mal wieder andere Sachen, schöne Sachen einfach auch vornehmen. Das hat sowas bei mir ausgelöst. Etwas zu erzählen haben, sich als Person aber auch weiterentwickelt zu haben auf so vielen Ebenen. Also ich kann nur jedem empfehlen, manchmal so ein Abenteuer in seinen Alltag einzubauen, in sein Wochenende einzubauen. Und ich hatte halt auch wieder so eine Mama-Auszeit irgendwo natürlich auch. Aber obwohl es auch so ein bisschen Business war natürlich und persönliche Weiterentwicklung, war es natürlich auch eine Mama-Auszeit. Aber ich bin dann hier Sonntag um 10 bin ich dann endlich angekommen. Ich musste dann auch noch ein Stück alleine halt mit dem Auto fahren und so. Und ich war so fertig, ich war so erledigt. Ich sah auch so scheiße aus, habt ihr ja selber gesehen. Aber ich habe mich halt auch gefreut, ne? Die Kinder, die waren, ach, die Svea wollte gar nicht mehr von meinem Schoß, geschweige denn von meinem Arm runter den ganzen Vormittag. Und wir sind dann auch noch zusammen rausgegangen. Es war auch ganz tolles Wetter und haben das genossen. Es war so schön. Und mittags habe ich dann mit Vince zusammen Mittagsschlaf gemacht. Natürlich, weil ich es brauchte, weil ich super müde war. Aber auch so mache ich das super selten, weil mittags kannst du mal was machen, da kannst du was schaffen, da kannst du nicht schlafen. Aber es war so schön. Innerhalb von 2 Minuten waren wir eingeschlafen. Wir wollten eigentlich so eine gemeinsame Meditation machen. Aber nach 2 Minuten sind wir beide sofort eingeschlafen. Und dann am Nachmittag hatten wir volles Haus. Wir hatten Freunde von uns da mit ihrem Einjährigen und noch ein Kumpel war da. Später kam dann noch ein Kumpel. Wir haben zusammen Kuchen gegessen, später dann noch zusammen zu Abend gegessen und haben dann noch, als die Kinder im Bett waren, war ein Kumpel dann noch da, haben wir noch zusammen uns was im Fernsehen angeguckt und so. Also ja, halt dann wieder mich mit ganz vielen tollen Menschen aus meinem Leben umgeben. Und heute Vormittag, halt am Montag, wieder so dieses bewusste Alleinsein und die Dinge
umsetzen und nochmal Revue passieren lassen, was Alexander halt so gesagt hat. Und ja, das wollte ich jetzt in diesem Video nochmal mit euch teilen, weil dieser Vlog, den ich da so geplant habe, der war eigentlich einfach völlig Banane, weil es war ständig dunkel, ich war einfach nur müde, ich war geschafft und trotzdem wollte ich irgendwie dieses Video machen, weil ich möchte euch halt sagen, holt euch Abenteuer in euer Leben. Auch als Mama bekommt ihr das organisiert und gönnt euch sowas vor allen Dingen auch mal. Und was möchte ich euch noch sagen? Lest das Buch von Alexander Hartmann und geht zu einer Veranstaltung von Alexander Hartmann. Auf jeden Fall. Und damit beende ich jetzt dieses Video, weil Manu kommt ja gleich heim. Nee, ich muss jetzt auch noch einkaufen und dann die Kinder abholen. Genau. Ich hoffe, das Video, auch wenn es ein bisschen irgendwie kurios wahrscheinlich war, hat euch gefallen. Falls ihr mit dem Elefant durch die Wand schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr es so gefunden habt. Oder vielleicht wart ihr sogar auch schon mal auf einer Veranstaltung von Alexander Hartmann. Schreibt mir das auch super gerne. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.